Ja, hallo, herzlich willkommen wieder zurück zu Mario Party 9. Jetzt geht's hier weiter mit den Minispielen. Und das nächste Minispiel, also vom Minispiel-Auswahlbildschirm hier, ist Kletterkampf. Gucken, was hier auf uns wartet. Gewinne als Erster eine bestimmte Anzahl Minispiele, um als Sieger hervorzugehen. Okay. Ja, dann spielen wir. Ich hab's natürlich noch nie gespielt hier. Oh, ich mach das jetzt mal und spiele natürlich Shy Guy und dann nehmen wir noch Luigi dazu, Yoshi natürlich, immer die Wahl. Und Wario. So, Yoshi ist wie immer schwach und Wario stark, den passt ja. So. Ja, mein Rivale soll leiden, Leute. Ha! Naja. Kletterkampf. Willkommen beim Kletterkampf! Soll ich euch die Regeln erklären? Jo, mach mal, denn ich kenne das nicht. Wenn du ein Minispiel gewinnst, geht es ein paar Stufen nach oben. Wer zuerst ganz oben ist, gewinnt. Wie die Anzahl, die für den Gesamtsieg notwendig einziehe, so wie eine Minispielkategorie aus. Mama, ruhig drei Siege. Oh, ja, 2x3 Siege, passt es auch. Wer drei Minispiele gewinnt, kommt bis nach ganz oben. Viel Glück. Na, na, Wario, bestimmt das erste Minispiel. Der WM-Minispielscheibe. Wieso darf er denn jetzt wieder wählen? Das finde ich auch nicht fair. Gullipresse, los geht's. Gullipresse kennen wir schon, ich weiß gar nicht mehr. Das kam auf jeden Fall sonst nie. Springe rettendes Loch, bevor es ein Minispieler tut. Wer kein Loch erreicht hat, hat dann Nachsehen. Lief und Wario, ich drücke Steuerkreuz, um mich zu bewegen, 1 zu schlagen und 2 zum Springen, drücke 1, 2, Sprungfrench. So nur auf das Ding laufen einfach, was leuchtet und kommt man weiter. Okay, scheint chillig zu sein. Und es wird mal zermatscht. Und wir hat eine Briefmarke, oh ja, brauche ich wenigstens kein Geld für eine Briefmarke mehr bezahlen. Yoshi kann ruhig geplättet werden. Den habe ich doch gerne als eine Briefmarke. Ja, ist klar, sind wir schon down. Das Spiel ist richtig schwer, Mann. Ja, macht hin. Ich glaube, meine Zuschauer interessiert das hier nicht so, wie ihr da noch weiter spielt. Oh Mann, ey. Das Spiel ist richtig schwer, Leute. Die stellen sich einfach irgendwo hin, leuchtet natürlich genau bei denen und ja, fail. Ja, wenigstens Yoshi eine Briefmarke. Ja. Der schon eher zum Punkt, ja, sieht sehr schlecht dann aus. Oh Mann, ey, das ist doch blöd. Ich kann mein Minispiel. Wieso durfte er überhaupt auswählen? Das war ja auch sein Minispiel. Das möchte ich mal auswählen hier. Ein kurzes schönes. Wie heißt es nochmal, wo man da schön springen muss? Weiter geht's. Schluss, ich spiel Minispielschall, geil. Ja, wie Minispielschall. Genau, da ist es. Das möchte ich. Oder ist es das gar nicht? Ja, es ist das gar nicht. Aber ist auch gut. Genau das. Ne, das kennt man gar nicht. Ich dachte, das ist mit dem Hüpfen. Na egal, wir haben alles, was von euch kennen. Okay. Ballonjagd. So viele Ballons wie möglich. Wenn du eine starre Kugel berührst, platzt deine Seifenblase und verlierst all deine Ballons. Halt die von Wahrrecht, nice, nach links und rechts, um sich zu bewegen. Halte 2 gedrückt, um zu steigen. Oh, das ist, scheint eine schwierige Steuerung zu sein. Ah, und dann First Try. Hm. Aha, aha, nee, es geht eigentlich. Sinken wieder, wenn wir nichts, nicht 1 drücken, okay. Nee, ist ganz okay, die Steuerung, habe ich mir schwieriger vorgestellt. Oh, unsere Seifenblase füllt sich schon mit Ballons und wir dürfen nicht die starre Kugel. Nein, nein. Oh, fuck you, fuck you. Fuck you, starre Kugel. Oh Mann, ey. So viele Ballons sind jetzt weg. Was muss das denn sein, Leute? Ja, ist klar, das Minispiel ist sowas von schwer. So viel starre Kugel, man müsste nur die Hälfte verlieren. Aber ist natürlich realistisch, wenn die Seifenblase platzt, natürlich alles weg. Platz ist geplatzt. Ich glaube, ich mach mal den schilligen, die schillige Art und Weise.
Ich versuche einfach nur nicht getroffen zu werden, denn wir haben eh schon... Oh, Nevario hat auch viel. Ach, er hat sogar alle verloren. Ja, rammt mich ruhig nur rein, ihr asozialen Arschlöcher. Ja, ist klar. 0 und wieder Fail. Wario 19. Boah. Das Minispiel lag mir überhaupt nicht. Wario ist der Beste! Scheißgeist, der große Vollidiot! Weiter geht's da oben mit dir, Wario! Sagen die Baumtypen natürlich. Ah, fast da oben! Sieh nur ein Sieg, du bist der Größte! Yoshi darf das nächste Minispiel bestehen, okay. Ballonballerei, okay, da könnte Wario seinen letzten Punkt kriegen, denn ihr wisst ja, weil gegen die Zeit habe ich extrem in diesem Minispiel gefailt. Aber wenn, ja, das sieht gar nicht so nicht so schwer aus. Wir sind sehr nah dran und ja, so ist es auch. Wieso war es dann da so schwer? Hier ist so schillig. Da schon gewonnen. LOL. Aber bei, gegen die Zeit waren die sowas von weit weg, da konnte die eigentlich nur failen. Kannst du nicht einschätzen, aber so war es natürlich chillig. Und das ist unser erster Punkt. Nice one. Naja, bleibt spannend. 2 muss ich noch gewinnen. Wario darf nicht failen. Nicht gewinnen. Nicht failen, wenn er gewinnen will. Weiter geht's. Stimmt, das nächste Spiel, Luigi. Okay. Ja, in dem Schneemobilrennen. Das können wir eigentlich auch. Das sollte ich auch schaffen können. Denn das kam jetzt schon so oft. Ja. Stefan Raab müsste es für mich machen hier. Denn wer schlagt der Raab guckt, weiß es er. Immerhin so Geräte spielen, der unschlagbar ist. Und Wario ist der Gelbe. Gut. Denn er sackt nämlich, weil Yoshi wurde eingefroren. Nee, Luigi wurde eingefroren. Vom Schneemann und hat damit Wario den Weg blockiert. Wenn das nicht mal nice ist, ja, das ist unser Sieg. Wir haben Wario fast überrundet, die anderen haben wir überrundet, ja, okay. Jetzt haben Wario und ich beide 2 Punkte. Jetzt geht's um die Wurst, um das Maika-Würstchen. Und ja. Dann schauen wir mal. Welches Minispiel kommt. Ich hoffe, Wario darf die auswählen. Weiter geht's. Bestimmt das Spiel. Ich spiele Yoshi. Ja, der arme Luigi durfte noch nie was bestimmen, ist klar. Ja, Hüpfimmel, das kann ich auch. Hüpfimmel ist nice. Jo, wir wissen, wie es geht. Boah, mal den auch noch nutzen wir. Ja, nutzen wir dich auch noch als Trampolin. Nice. Immer schön als Trampolin nutzen, aber aufpassen, dass sie euch nicht als Trampolin nehmen. Das ist immer wichtig. Ja, ja, ja. Immer die Zehner. Ja, ich springe jetzt nur auf den rum. Ja, Wario, komm. Ach, dann nehme ich. Ah, die wollen nicht. Egal, 58 ist so ein super Score. Das ist, glaube ich, unser Rekord. So gut waren wir noch nie, aber weil wir auch viel Glück hatten mit den Gegnern als Trampolin benutzen. Aber ist ja okay. So, und ich werde das Ganze jetzt natürlich nochmal spielen, um auch den 1 gegen 3 Kletterkampf mal auszuprobieren. Oh, da sind sie ja oben, auch diese Holzfiguren. Scheiße, die Treppe, komm, wir haben einen Sieger. Yes, und da oben fliegt doch schon der Ballon. Wir wussten wahrscheinlich schon, dass wir gewinnen sollen. Alles Uri Gellers. Alles Hellseher. Und haben schon den Ballon, Scheiße-Ballon steigen lassen. Nice. Egal, wir werden das jetzt erneut spielen und dann 1 gegen 3 Maus. Jo. Achso, wir kriegen jetzt noch 10 Partypunkte, ist ja auch okay. Habe ich nichts gegen. Ja, das kennen wir jetzt aber alles. Nein, du brauchst jetzt nicht mehr uns die Regeln erklären.
So, auch mal, wo ich wieder 3 Siege und alle gegen Amy spiele. Haben wir echt Glück, dass wir noch gewonnen haben. Ja, ich mach mal den 1er-Spieler. Yoshi darf schon wieder bestimmen. Irgendwie mag das Spiel Yoshi und lässt Yoshi immer das bestimmen. Was ist das denn? Dreifache Bedrohung. Oh, hört sich ja nicht gut an. Wollen die sich jetzt zu dritt zusammentun, eine Bande gründen, eine Mafia-Bande gründen, um mich zu dritt bedrohen? Das ist aber nicht fair. Naja, wie dem auch sei. Lasse Feuer, Wind und Elektrizität auf deinen Mitspieler los. Der Solospieler muss die anderen Mitspieler alle treffen, um zu gewinnen. Die Wiefer waagerecht. Wenn dich durch Drücken von Steuerkreuz oder einzelne Schalter zu. Drücke 2, um den gewünschten Schalter zu bestätigen. Und die, was müssen die machen? Ich bin ja neugierig. Ach, nur Steuerkreuz und springen. Also wir sind die drei vor Bedrohung, müssen den die Elemente auf den Hals hetzen. Ah, scheint genau nach meinem Geschmack zu sein. Los, Feuer, Flammenwurf, Schockwelle und Luftstoß von Lugia. Luftstoß. Flammenwurf, Luftstoß, Schockwelle. Hallo Yiji, Mann, stirb, stirb, stirb. Ja, ist down. Oh, das sieht sehr schwer aus, wenn man einer von den dreien ist. Als Einzelspieler ist es sehr einfach und chillig. Gegner haben da eigentlich keine Chance. Ein bisschen unfair, glaube ich. Also, das sieht echt nicht einfach aus für die. Aber genau nach meinem Geschmack des Minispiels. Macht sehr viel Spaß. Das ist wieder ein sehr gelungenes Minispiel. Bis jetzt Lieblings 1 gegen 3 Minispiel. Weiter geht's. Bestimmt das nächste Minispiel, Yoshi. Wer wäre der Minispielscheibe? Ruin, Remi Demi. Los geht's. Der Solospieler jagt die anderen Spieler. Das kennen wir nicht, auch noch nicht. Solospieler jagt die anderen Spieler und die Knochen trocken. Um zu gewinnen, muss er alle erwischen. What the fuck? Dann sind ja 6 gegen mich. Lol. Nee. 5. Sind nur 2 Knochen trocken. Und ja. Wie macht man das denn? Knochen trocken ist weg von Mario Party 7, okay. Halt die Wiefer wagere ich, neige sie in die Richtung, in der du Fahrzeug steuern möchtest. Und die müssen sich nur bewegen, okay. Also alle own. Oh, mit meinem UFO werde ich jetzt diese Expedition von denen beenden. Er soll mal erstes Opfer sein. Ne, es sind doch 6. 3 Knochen trocken auch. Okay. Knochen trocken ist down. Nur der Yoshi fehlt noch. Mein Rivale, du wirst mir nicht entkommen, mein Freund. Down. Das ist aber auch ganz nice, denn die dürfen sich nicht den Weg verbauen und die Knochen trocken auch nicht. Wenn sie sich den Weg versperren, dann geht's nämlich nicht weiter, ich kann sie alle holen. So. Scheibe, nur Halbpunkt. Schönes nächste Minispiel, Wario. Drehen wir eine Minispielscheibe. Oh nö, nicht schon wieder, muss es denn sein. Ich mag das Spiel zwar, aber... Denk doch mal an unsere Zuschauer, an meine Zuschauer, Wario. Muss das denn sein? Ich wollte auch mal abwechseln. Naja, was soll's. Ich werde euch eh alle Minispiele zeigen, die wir noch nie gesehen haben. Am Ende des Let's Plays. Luftschuss, Schockwelle, Flammenwurf. Luftschuss, Schockwelle, Flammenwurf. Luftschuss. Der Luftschuss sackt übrigens, der trifft irgendwie. Oh Mann, ist der schlecht. Ah ne, den kann man beeinflussen. Jetzt geht... Ah, ich hab's verstanden. Der Ventilator geht immer hin und her. Und wenn man dann da drauf klickt, dann wo der dann gerade anhält, der Ventilator, und dann kommt da der Luftschuss hin. Verstanden. Jo, damit haben wir es auch gewollt. Nice. Jo. Scheiße, er hat die Treppe geklaut. Ist Sieger. Kommt schon der Scheiße-Luftballon, weil sie wieder Uri Geller spielen wollen. Und das war's, Leute. Damit haben wir Kletterkampf abgeschlossen. Ja.
was folgt als nächstes? Ich zeig's euch schon mal. Ja, als nächstes kommt dann, würde ich sagen, die Qual der Wahl. Ja, wenn ihr dann Bock habt, die Qual der Wahl zu sehen, dann schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Und ich habe jetzt die Qual der Wahl weiterzumachen, weil ich denke mal, das mache ich erst im nächsten Part. Und darum würde ich sagen, schönen Tag noch und bis dann. Ciao.